Für El Nexo anscheinend, beziehungsweise First Ban. Gut, wer kommt jetzt hier? Eigentlich Stitches, nehme ich an. Stitches oder Serratol? Wen könnte man sonst noch bannen? Nasebo ist auch noch banworthy, aber den kann man dann eher counter, also da kann man dann eher einen Counter picken und dementsprechend den so ausschalten. So, wie gesagt, beide Teams haben einen 90 Sekunden Bonuspool. Das heißt, wenn man es jetzt nicht ganz innerhalb der kurzen Zeit entscheiden kann, läuft halt die Zeit vom Bonuspool ab, aber da ist der Ban auf Serratul, wie erwartet. Ich glaube, jetzt sollte auch nicht zu viel Zeit verströdeln. Dream AAA wird hier auch Stitches bannen. Nehme ich mal ganz stark an. Ich meine, man könnte sonst noch Muradin vielleicht, Vella, aber Stitches, will ich Stitches. So, wer kommt jetzt hier zuerst? Das ist natürlich die andere Frage. Vella ist von El Nexo sehr hoch geschätzt. Sie lieben ihre Vella. Aber Tassadar als First Pick, interessant. Das ist natürlich Vella jetzt offen, aber dass sie Tassadar so hoch einschätzen, also dass er so an zweiter, dritter Stelle kommt, macht auf jeden Fall Sinn. Aber an erster Stelle, das ist echt interessant. Mal gucken, was Team AAA sich jetzt hier holt. Wir haben jetzt zwei Helden zur Auswahl. So, dass Serratul weg ist. Nasibum sieht man meistens erst später im Draft, in den späteren Slots. Jetzt ganz am Anfang, wie gesagt, der Art, Arthas, ja, kann man nehmen, würde ich jetzt aber nicht als First Pick nehmen. Muradin, okay. Muradin und Vala würden zum Beispiel eine super, super Combo abbilden. Oder auch Muradin, Brightwing wäre super. Alles halt von diesen Top-Tier-Heroes würde hier sehr, sehr schön passen. Muradin Arthas. Oh, sie wollen ja nächstes so ein bisschen einen anderen Spielstil forcieren. Ich glaube nicht, dass das gut klappt. Um ehrlich zu sein. Weil Nexo, die spielen gerne mit vielen Assassinen. Und ja, mit Tyrael kommen sie auch gut klar. Also glaube nicht, dass das jetzt hier irgendwie ein Riesenproblem darstellen wird. Mal schauen, wen sie sich holen. Ich denke mal, Brightwing wird jetzt hier vorne mit dabei sein bei Nexo. Wobei, eben haben sie sich auch Rhaegar geholt. Vielleicht ist es auch eine neue Variante. Aber da kommt Vella. Macht sehr, sehr viel Sinn. Vella mögen sie, wie gesagt, sehr gerne und ist halt auch eine der Helden. Also nach Tychus natürlich, der aber momentan, wie gesagt, wie sagt man auf Reddit, Shadow Banned ist. Wegen seines Bugs. Also ist schon eine ganz ordentliche Auswahl eigentlich. Und hoffen wir jetzt auf Brightwing. Natürlich kann man sich auch schon jetzt für Nasebo oder Sergeant Hammer entscheiden. Ja, muss aber auch nicht sein. So, jetzt läuft der Bonuspool ein bisschen runter. Kann man vielleicht sogar noch ein bisschen runtersetzen. 90 Sekunden schon relativ hoch. So auf 60 runtergehen würde denke ich auch reichen. Sonst brauchen die Teams natürlich ewig lange. Aber ich finde es besser so, als wenn es komplett ohne Timer läuft. Dann dauert es halt ewig teilweise. So, da kommt Brightwing. Das heißt, Team AAA, wenn sie keine Angst haben vom Support-Doppelpick von El Nexo, was sie eigentlich nicht haben sollten, weil das ist so ungewöhnlich für das spanische Team. Ich glaube nicht, dass sie sowas in der Art überhaupt nur bringen. Dann können sie sich jetzt ausruhen und den Uther als letztes holen. Ansonsten, wenn sie doch Angst haben davor, Uther jetzt zu holen, macht natürlich dann viel Sinn. So, 14 Sekunden noch, dann läuft auch bei denen der Bonuspool. Und sie holen sich Sergeant Hammer. Und Nasebo. Oh, das ist interessant. Das ist interessant. So, das forciert jetzt natürlich auf jeden Fall irgendeine Art von Counterpick von El Nexo. Und die haben, ja, ich meine, Tyrael ist jetzt eigentlich ein Must-Have. Und ich denke, der wird jetzt auch direkt kommen. Tyrael, vielleicht machen sie jetzt sogar den Doppelsupport. Mit Uther reinrennen, schön die Divine Storm raushauen. Könnte gut knappen. Da müssen Nasebo und Sergeant Hammer ein bisschen aufpassen. Nicht zu nah beieinander stehen. Zegara wäre auch eine okay, also eine durchaus machbare Wahl. Wen haben wir sonst noch so? Kerrigan vielleicht. Ja, Tyrael. Wie zu erwarten. Und was ist jetzt hier die letzte Wahl? Wen nehmen sie jetzt hier ganz zum Schluss? Da bin ich gespannt.
Letzte Held. Felstead ist noch offen, aber irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber er wird in letzter Zeit nicht mehr so gerne genommen. Müssen wir uns da die Patch Notes nochmal genauer anschauen. Ich dachte irgendwie, dass es hauptsächlich das veränderte Heroic war, aber das zweite Heroic hat eigentlich eh nie jemand genommen. Wir haben es einmal vor anderthalb Wochen in der HPL gesehen, beim HPL Qualifier. Da wurde das zweite Heroic genommen und sehr, sehr effektiv eingesetzt. So, der Bonuspool läuft jetzt runter für NX, aber ich meine 60 Sekunden, um den letzten Helden auszusuchen, das reicht dann wohl auch dicke. Okay. Wie gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, wen sie jetzt nehmen. Thrall wär auch noch eine okay Option, jetzt wo Nasibo und Sergeant Hammer wechseln. Weiß nicht genau, ob Sundering Disrupted könnte sein, muss aber nicht. Wenn Sundering Disrupted, dann wäre Thrall wirklich eine ganz gute Option. Illidan kann man natürlich auch nehmen, um raufzuspringen, schön. Und ja, dann schmelzen die eigentlich mehr oder weniger dahin. Aber Muradin und Arceus ist halt auch eine gute Kombination, um das Ganze sicher zu halten. Und das Einzige, was halt da anstelle von Triple A ein bisschen fehlt, ist halt Zoning. Das machen sie dann komplett über Zombie Wall. Mal gucken, wie das dann läuft. Ich denke mir schon, dass das ganz gut funktionieren könnte. So, und Kerrigan ist der Final Pick für El Nexo. Gut, ich meine, Kerrigan funktioniert. Kann man von unten die Spikes einsetzen. Und AAA, wen holen die sich jetzt hier zum Schluss? Uther muss es eigentlich sein. Weiß nicht genau, warum sie da so lange warten. Ich meine, Rhaegar könnte noch eine Option sein. Schöner Spike Heal. Dann fehlt es natürlich ein bisschen an CC. Dann hast du halt nur Nasibo und Muradin für... Na gut, Arthas auch mit dem Root. Hilft natürlich auch. Ja, Uther. Auf jeden Fall die solidere Wahl. Bei Rhaegar wäre, glaube ich, in dem Fall sogar auch gegangen. Muss man halt schön timen mit einem Ancestral Healing, weil sonst schmilzt halt so ein Sergeant Hammer doch ganz gut dahin. Das sieht mir nach einem sehr, sehr schönen Draft aus. Ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt hier entwickelt im Spiel. Kommt es viel darauf an, dass El Nexo halt an die beiden Spezialisten rankommt, an Sergeant Hammer und auch an Nasibo. So, ich hau mal fix noch einen Tweet raus. Ins zweite Spiel gehen. Oh, jetzt schalten ja doch ein paar Leute ein. Da können wir auch überlegen, ob wir vielleicht auch das nächste Spiel live casten. Ansonsten würde ich mir halt die Replays besorgen und das Ganze dann auf meinen YouTube-Channel packen. Dann haben wir es auch mit Sound und nicht nur so etwas langweilige Variante von mit dem Restream ohne Sound und so weiter. So. Nächstes Game. Boah. So, El Nexo. Upp. Gegen Team AAA. AAA Gaming. Oh, tippen ist heute nicht so meins. So, da haben wir's. Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis sie die Lobby eingerichtet haben und dann kann's losgehen. Wir spielen, wie gesagt, auf Dragonshire. Oh, sehr gut. Die nächsten Teams bereiten sich sogar schon auf die Mapbands vor. Hier war doch irgendwo Honig drin. Die Stimme. Das wird irgendwie gerade nicht so richtig was. Ja, was haltet ihr von dem Draft? Für die beiden Teams? Ich finde, Team AAA hat hier eine echt interessante Kombi gewählt. Und, also ich meine, besser hätte es halt nur noch mit Brightwing sein können. Weil wenn sie dann halt noch mit einem Polymorph gearbeitet hätten, um den gegnerischen Counter zu Nasibo und Sergeant Hammer rauszunehmen... Ja, dann läuft das Ganze natürlich komplett gegen die Wand für El Nexo. So, denke ich, haben sie schon eine Chance. Und ja, was heißt Chance? Ich meine, das ist schon ein sehr gutes Line-Up für sie. Besser wäre natürlich, wenn du einen Tyrael mit Muradin austauscht. Wobei Tyrael halt auch ein guter Counter gegen Nasibo und Sergeant Hammer ist. Da können wir mit den Kämpfen sehr gut drauf achten, wie sich das dann entwickelt.
So, die warten natürlich jetzt noch. Dauert kurz, ehe wir dann in die Lobby kommen. So, alles klar. Spiel ist am Laden. Und damit können wir mal wieder rüber switchen. Verschwinde Taskbar. So, jetzt läuft das. Viel, viel besser. Viel, viel besser. Auf geht's. Auf der linken Seite haben wir Team AAA, das französische Team, mit Todd, dem Protoss und Pro-StarCraft-Spieler und Caster. Spielt Nasibo, Gerd am Herd, spielt Sergeant Hammer, Jark spielt Arthas, übrigens auch ein StarCraft-Spieler, Darrow spielt Uther, Vipelino spielt Muradin. Darrow ist, glaube ich, ein Stand-In, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. So, auf der anderen Seite das spanische Team, El Nexo, auch mit einigen StarCraft-Pros, Vortex zum Beispiel, der spielt Valor, Alistair spielt Tassadar, Grand Piquetet spielt Brightwing und den Rest habe ich jetzt leider nicht mitbekommen, kriegen wir dann im Spiel mit. So, Triple Stack auf die Top Lane. Interessant. Normalerweise haben wir den Triple Stack hier immer auf der Bot Lane. Aber vielleicht sehen wir da auch wieder schöne Rotationen rauskommen. Und die verstecken sich auch direkt im Busch. Muss Tyrion ein bisschen aufpassen, aber ich meine, der hat seinen Blink quasi. Und dementsprechend sollte das auch nicht allzu schlimm sein für ihn. So, und da unten noch eine schöne Kombination. Muss ich Arthas ein bisschen zurückhalten. Gerd am Herd kommt von oben mit ran, mit einigen Mines. Aber ich glaube, Lucifer, der sollte hier nicht in größere Probleme kommen. Aber doppelter Stun ist halt immer noch die Möglichkeit. Oh, ich glaube, da wird auch gerade einiges verpasst, aber Lucifer kann sich da halten. Arthas fällt hier allerdings in der Midlane. Das war eben die Gefahr, nämlich Alistair und Law vs. XD. Die können da wirklich einiges erreichen. Und jetzt sehen wir auch die Rotation. Jetzt ist Tyrael oben ein bisschen in Bedrängnis. Aber auch da die dritte Rotation, das heißt 3 gegen 3 jetzt in der Top-Lane. Und dementsprechend wird sich hier auch AAA nicht allzu weit wieder rauswagen können. Und Kerrigan rotiert wieder runter. Sieht so aus, wenn Tassela jetzt in die Bot-Lane rotiert. Also sehr, sehr viel mehr Rotationen heute, als wir das sonst haben. Gefällt mir echt gut. Auf Dragonshire ist es auch extrem wichtig, damit man halt die Kontrolle über die Shrines immer wieder behält. Oh, oben Lucifron muss sich ein bisschen weiter zurückziehen. Damit Top Shrine in Kontrolle von AAA und El Nexo hält den Bot Shrine. Und zwar auch sehr, sehr fest. Ich glaube nicht, dass hier Todd wirklich rauswagen wird gegen Vortex. Also, da sind diese auch recht ebenbürtige Gegner, aber die Gefahr, dass halt doch jemand wie Alistair von oben runterkommt und dann hier schnell den Chaos macht, ist natürlich immer da. So, El Nexo holt sich jetzt hier auch den Top-Shrine, haben eine schöne Rotation rausgebracht und in der Mitte nur Arthas gegen Kerrigan und Tessa. Ich glaube, das sollte schon der erste Dragon werden hier. Chark versucht da nochmal reinzugehen, Vipelino auch mit dem Disrupt. Law vs. XD jetzt hier ein bisschen zwischen den beiden Fronten gefangen und sollten jetzt hier auch den Kill kriegen. Wunderbar gemacht. Chark allerdings wird auch rausgenommen. Sehr, sehr schön. 1 gegen 1. Gerd am Herd inzwischen jetzt hier oben wieder den Top-Shrine zurückerobert. Also der Dragon Knight doch nicht ganz so schnell hier für El Nexo. Todd, kommt er jetzt hier rein? Ah, sieht so aus, als wenn er es versuchen will. Vortex kann natürlich da auch fix reinspringen und das Ganze wieder stoppen. Aber soweit. Eine sehr, sehr schöne Zombie-Wall. Aber Vortex mit dem Vault natürlich super schnell rausgekommen. Kein Problem für den Demon Hunter. Und jetzt haben wir die Kontrolle für Team AAA. El Nexo in der Zwischenzeit mit ungefähr einem halben Level Erfahrungspunkte Bonus. Haben halt einen Kill mehr gekriegt und mussten die Lanes nicht großartig verlassen. Das läuft dann natürlich sehr, sehr schön für die. Oben hat Lucy vorne jetzt hier die Chance, den Shrine wieder zurückzuerobern. Aber Grand Piquetet, der wird, glaube ich, hier raufgehen. Ja, ein super Sandwich kommt da rein. Aber nein, blinkt da schnell rüber. Oh, das ist nochmal eine knappe Sache, aber Grand Piquetet, er kommt davon. Und Lucifron kann jetzt hier auch wieder ein bisschen gegenhalten. Aber ich glaube, der Shrine oben, der sollte in Kontrolle für Team AAA bleiben. Es sei denn, da kommt wieder eine Rotation von El Nexo. Das haben sie bis jetzt echt gut gemacht, immer wieder die Rotation gezeigt und dann dementsprechend auch die Schreine zurückerobert. Und oben, ja, der Turm wird hier fallen. Lucifron alleine kann jetzt nicht wirklich viel ausrichten.
Brightwing kommt nochmal mit rein, hat sich zwischenzeitlich wieder hochgeheilt. Oh, Vella ist extrem niedrig, aber auch Todd nimmt hier extrem viel Schaden und da wird er direkt in den Tower gezwungen. Und jetzt mit dem 5 gegen 4 haben sie durchaus die Chance, den Turm zu nehmen, beziehungsweise die Schreine zurückzuerobern. Genau das macht jetzt hier Vortex auch. Aber Jark kommt wieder rein. Oh, Jark stellt fest, ich bin alleine. Aber Vortex, der braucht nur noch einen Schlag. Aber Jark, nein, mit dem Grasp. Da geht er drauf, aber beide gehen drauf. Wow, schön gemacht, wurde rangezogen, macht noch den letzten Schlag auf Vella. Super Aktion, echt sehr, sehr schön anzusehen. Und ja, Alistair, da kannst du lange davor stehen. Da wurde der Schrein noch nicht komplett erobert. Bellino gegen Lol vs. XD, Todd kommt noch mit rein, Zombie Wall ist offen und Lol vs. XD versucht noch davon zu kommen, aber schafft er natürlich nicht. Trotz allem, sie können, glaube ich, gerade channeln, kann Darrow da noch was gegen machen, sieht so aus, aber er nimmt ja einiges an Schaden, der Polymorph kommt rein und Jark kann das Ganze stoppen und Team AAA holt sich den Bot-Shrine wieder zurück. Sehr, sehr fein gemacht. Damit können sie jetzt hier nochmal verhindern, dass Elnexo sich den Dragon holt. Jetzt wird es allerdings auch langsam gefährlich, Elnexo hat einen kleinen Bonus. Und werden hier, glaube ich, zuerst das Level 10 erreichen. Oh, Lucifron. Zusammen mit Grand Piquet können sie hier auf Get Am Herd gehen. Aber Vipelino kommt mit reingesprungen. Lucifron ist doch einiges an Schaden. Aber Lol vs. XD kommt dazu. Kann hier wieder den Ausgleich herstellen. Und wieder einmal keine Möglichkeit, die Schreine zu holen. Und da unten, ja, Todd. Versuch's mit der Zombie Wall, aber Vortex springt da schnell genug davon. Oh, schöner Drift, aber das wird nicht reichen. Vortex kann er auch nicht mit rausnehmen. Und damit können sie auch hier wieder den Schrein zurückerobern. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Da hätte er sich hier schon noch den Demon Hunter gewünscht. Aber das war nichts. Hat nicht ganz so schön geklappt wie bei Arthas eben. So, mal gucken, ob Lucy von da oben das Ganze geht. Ja, das kriegen sie. Das kriegen sie und damit kann Alice das probieren. Jark wird natürlich alles daran setzen, das Ganze zu stoppen. Da kommt der Root. Aber er wird jetzt hier auch nicht allzu hart gegen Alistair vorgehen, weil dafür fehlt ihm die Map Vision, dass er da wirklich direkt rangeht, versucht Tessa da rauszunehmen. Das ist eigentlich immer nur die Disrupts, die er rausschmeißt. Versucht halt den Dragon Knight so lange wie möglich aufzuhalten, bis Todd hier unten wieder zurückerobern kann. Aber der muss aufpassen, da kommt nämlich wieder der Stun. Und wow, was für ein super Counterplay hier von Vortex und Lol vs. XD. Können sie immer wieder schöne Sibo rausnehmen. Da muss er doch besser aufpassen. Und ich glaube, damit werden sie sich jetzt hier den ersten Dragon Knight ins Spiel holen. Uther fällt und ja, Jark und Vipelino gehen direkt in die Defensive, wissen, okay, wir können jetzt hier nur noch versuchen stoppen und den Schaden irgendwie zu minimieren, aber ich glaube, das wird schwer möglich sein. Erster Turm fällt, zweiter Turm hat kaum noch Munition und wird hier auch direkt drauf gehen. Ja, das Tor bleibt auch nicht mehr lange bestehen, aber Vipelino hält irgendwie noch dagegen. Ja, auch hier noch die Mauern weggemacht für die Sicht, um die Sicht zu vermiesen für die Jungs. Und in der Toplane geht am Herd. Oh, da ein schöner Raphs. Und auf, geht auch er wieder drauf. Lol vs. XD, der ist hier richtig, richtig am Feiern gerade. Schöne Kombis immer mit seinem CC. Und jetzt drücken sie hier oben. Die Rotation von Dragon Knight kommt. Und auch hier möchte er natürlich hauptsächlich die Gates erstmal wegmachen, damit seine Mitstreiter auch hinter die Gates kommen und da versuchen können, eventuell nochmal einen Hero-Kill rauszuholen. Oh, Vipelino wagt sich ja weit vor. Lol vs. XD lauert schon wieder. Möchte hier wieder einen ordentlichen CC einsetzen. Ordentlichen Primal Gas dazu holen. Die Spikes natürlich. So, Alistair springt raus. Mit Tessa im Dragon Knight kann da eigentlich auch nicht viel passieren. Das heißt, da wird AAA wissen, okay, wir brauchen jetzt nicht viel darauf zu setzen, irgendwie noch den Spieler, der im Dragon Knight sitzt, danach noch abzufangen. Das wird einfach nichts. Das ist so eine Sache, die kannst du dir einfach abschminken. So, und Elnexo setzt jetzt noch einen drauf, holt sich das Bruiser Camp. Das heißt, auch da werden wir schön Druck sehen demnächst. Auf der Botlane hat sich Team AAA die Siege Giants gesichert. Das neutrale Bruiser Camp ist jetzt noch nicht genommen. Und jetzt die Bruiser natürlich für Elnexo auf der Toplane. Dasselbe werden wir auch gleich bei Team AAA sehen. Die sind inzwischen schon anderthalb Level zurück. Und oh, das ist bitter. Da könnte der Steal kommen. Nein, der kommt nicht rein. Gut gescoutet von Vipelino, aber es ist trotzdem eine sehr gefährliche Situation hier gerade für Team AAA. Super Position für Elnexo, die hätten hier durchaus was möglich machen können, aber ich glaube, dadurch, dass Vipelino das so schön gescoutet hat, ist es hier zu nichts gekommen. Oh, eine Toplane, Grand Piquet, der ist extrem niedrig, kann er noch ein... Oh, wow, was für ein Displacement, kommt der noch davon, das wäre wirklich der Hammer. Ja, Alistair kommt mit dazu, er braucht hier nicht mehr viele Shots.
Oder dass hier kein Selection auf Grumpy Cat hier kommt. Oh, da ist es. Da ist der Final Blow. Grumpy Cat hier wird rausgenommen. Wäre natürlich jetzt eine Chance für Team AAA, sich hier ein bisschen was Erfahrung zurückzuholen und einen Teamfight zu forcieren. Gerade auch, wo das Heroic schon eingesetzt wurde hier von Tassada. Aber, na, das machen sie nicht. Das machen sie nicht. Wollen sich stattdessen hier das neutrale Bruiser Camp holen. Ist auch eine gute Wahl. Ist deutlich sicherer. Da El Nexo ja doch ein schönes Line-Up hat und noch einen kleinen XP-Vorteil. Aber sie müssen natürlich aufpassen. Sobald El Nexo Level 16 erreicht, wollen die wiederum versuchen, einen Teamfight zu forcieren. Und dann halt mit ihren Level 16 Talenten doch arg einen argen Vorteil haben. So, Botlane wird jetzt hier schön hart angegangen mit den Bruisern zusammen. Und natürlich auch Nasibo und Sergeant Hammer sind mit im Spiel. Da muss El Nexo aufpassen, aber sie haben jetzt wieder ihr komplettes Lineup. Tassada ist allerdings noch oben, der braucht noch ein Weilchen, ehe er da reinkommt. Und volles Lineup für Team AAA. Aber es geht jetzt hier auch wieder an die Shrines. Shrines sind wieder da. Top Shrine wurde gesichert. Dementsprechend muss jetzt hier Team AAA versuchen, den Top Shrine zurückzuholen. Oder halt hier unten einfach nur hart halten. Und vielleicht einen Teamfight forcieren, aber Alistair hat hier den Braten gerochen, hat das Oracle gepoppt und dementsprechend weiß El Nexo, okay, die warten da oben einfach nur auf uns. Holt sich jetzt hier den zweiten Shrine, also El Nexo könnte erobern, aber der Teamfight will hier forciert werden von Team AAA. Können sie es schaffen? Das sieht gerade irgendwie nicht so sinnvoll aus. Aber der Shrine wird wieder neutralisiert, also auch kein schneller Steal möglich hier mit Brightwing oder irgendwas dergleichen. Und El Nexo versucht irgendwie dagegen zu halten. Lucifon geht wieder rein, will den Schrein abermals neutralisieren, aber Vipedino hält dagegen, gut gemacht. Versucht jetzt hier irgendwie auch noch reinzukommen an Lolvers 6D. Ah, die haben alles schon einiges an Schaden genommen. Ich glaube, El Nexo wird sich nicht so lange gefallen lassen. Mal Lolvers 6D mit dem Shrink Ray wird es auch direkt hier angegangen vom Ultimate von Zeebo. Oh, bei Vipedino, der ist extrem niedrig, springt nochmal davon. Arthas fällt schon, Darrow fällt. Und Vipedino springt trotzdem nochmal rein. Das ist extrem gewagt, was er hier gerade macht. Und dafür muss er auch mit dem Leben bezahlen. Und jetzt ist hier nur noch Todd am Leben. Ich weiß nicht, Lolvers 6D könnte da vielleicht noch was versuchen, aber ist halt auch extrem niedrig. Also geben sie sich mit einem 4:0 geschlagen. Also 4 Helden für nichts und dann alle so extrem niedrig. Das ist halt schon sehr, sehr stark. So, was kommt hier? Executioner, Second Strike, Critterize, Blood for Blood und Blade Torrent auf Kerrigan. 16 Talente für Team AAA lassen noch etwas auf sich warten. Und dementsprechend hat jetzt hier El Nexo einen sehr, sehr guten Vorteil. Können jetzt hier mit dem Dragonite noch aufräumen, können sich hier ihr erstes Fort holen. Wow, das ist ein extrem spätes erstes Fort. Bei 11 Minuten 30. Das sieht man selten. Aber das machen sie doch hier ganz, ganz ordentlich. Oh, Jark kommt da nochmal rein. Aber das Fort ist eigentlich von El Nexo mehr oder weniger gesichert. Wundert mich eigentlich, dass er den Feuersturm hier nicht aufs Fort gesetzt hat. Das wäre eigentlich sicherer Kill gewesen. Und die Rotation auf die Botlane. Siege Damage sehen wir da bei Vella. Geht wirklich durchs Dach. Aber was mich ein bisschen erstaunt. Ah gut, Nasibo und Sergeant Hammer sind eigentlich auch gut dabei. Tessa dann natürlich auch echt, echt hoch. Also sieht echt gut aus für El Nexo. Jetzt haben sie auch ein 2-Level-Lead schon. Können damit mehr oder weniger fast jeden Teamfight nehmen. Ja, der Archon ist verfügbar. Ich glaube, El Nexo wird jetzt hier was versuchen. Napalm Strike nochmal kurz eingesetzt, um Lolvers 6D hier irgendwie ein bisschen weiter runter zu kriegen. Aber der hat jetzt eh keine Zeit mehr. Fliegt aus dem Dragonite. Trotz allem, das Fort gehört ihnen. Und vielleicht machen sie jetzt sogar die Rotation auf Midlane. Holen sich das zweite Fort noch und sichern sich damit ihren Vorsprung an Leveln. Umso mehr, ja, das wäre durchaus im Begriff des Möglichen, aber ich meine, El Nexo, die spielen halt immer super, super sicher. Ich glaube nicht, dass sie sowas überhaupt wagen. So, mal gucken, ob Tessa da jetzt hier ein Oracle raushaut, dann könnten sie sogar noch beim Bruiser Camp überraschen. Oder halt eben das sichere Fort einfach, genau, das holen sie sich. Damit die 2-Level-Lead wunderbar gesichert. Und holen sich ihren eigenes Bruiser Camp stattdessen. Also ja, die sichere Variante von El Nexo. Komplett durchgezogen. Und Vipedino, ja, die kommen da einfach ein bisschen zu spät ran. Waren zu lange an ihren eigenen Bruisern beschäftigt. Das ist halt der Nachteil, wenn du 2 Level zu hinten bist. Dann brauchst du halt auch ein bisschen länger für die Bruiser. 2x Scone Skin haben wir auf Sergeant Hammer und auch auf Arthas. Ja, ich glaube Blood Ritual auf eine Sibo.
Und da oben wird schnell geklärt. Alnexo möchte jetzt hier den Top-Lane auch noch für sich beanspruchen und auch da das Fort rausnehmen. Sieht so aus, als wenn da AAA nichts gegen hat. Wir versuchen zwischenzeitlich das Bot-Lane rauszunehmen und ein bisschen wieder aufzuschließen im Experience-Game. Ja, das Bot-Fort wird auffallen, aber Top-Fort, da müssen sie aufpassen, dass sie jetzt nicht hier irgendwie schon das Gate verlieren. Und ich glaube, da können sie fast gar nichts gegen machen. Ich denke mal, jetzt wird ein Hearthstone von allen möglich sein und nötig sein auch, um eben dagegen zu halten und nicht noch das Keep zu verlieren. Das wäre wirklich fatal. Ram Piketty wird hier angegangen von Gerd am Herd, aber das wird nix. Das wird nix. Oben die Bruiser können gestoppt werden und dementsprechend der Alnexo wagt sich jetzt hier auch nicht raus. Ram Piketty lässt sich hier ganz schön scheuchen eigentlich, einfach mal kurz einen Teleport setzen und dann ist alles gut. Aber jetzt geht am Herd, muss auch aufpassen. Hat er noch einen Boost? Ich hoffe, er hat noch einen Boost. Ansonsten ist er hier irgendein Argenproblem. Und da ist auch das Judgment und schön zusammengeholt. Sergeant Hammer fällt. Damit Alnexo jetzt hier wieder mit einer 5 gegen 4 Situation. Sind auf dem halben Weg Richtung Level 20, aber auch hier wieder komplett sicher gespielt. Sie forcen keinen Teamfight. Stattdessen wird sich die Shrines gesichert. Mit den Shrines können sie jetzt hier sogar, glaube ich, sich den Dragon Knight holen. Mal gucken, was AAA dagegen zu sagen hat. Versuchen von oben nochmal das Ganze zu sichern. Oh, Vortex, schön hier mit Darrow am Zurückpreschen. Das ist der nächste Dragon Knight für Alnexo. Ich glaube, schon der dritte Dragon Knight inzwischen. Darrow extrem niedrig. Und Lucifer drückt er in der Midlane. Also dieses Mal sollte eigentlich schon ein Keep drin sein. 10 Sekunden noch, bis Sergeant Hammer wieder da ist. Das reicht natürlich nicht, da wird sie im nächsten Teamfight verfügbar sein. Aber Level 20 wartet. Und darauf wartet der Nexo halt jetzt auch noch. Level 20, sobald es da ist, werden sie einfach draufgehen und alles rausholen, was sie können. Da werden einige Blinks mit dabei sein. Ja, nur einer auf Kerrigan. Ansonsten die Verbesserung vom Judgment für Tyrael. Das Shield für Brightwing. Vortex doch ein bisschen in Trouble gerade. Aber vielleicht können sie es jetzt auch direkt umdrehen. Lucifron, schöne Zombie-Wall hier. Von der Sibo rausgehauen. Und drücken sich aber doch ganz schön zurück hier. Da kommt die Rotation auf Bot. Also doch kein Keep. Aber immerhin auch kein Verlust hier eingestrichen. So, da oben. Oh, wir haben Stray von Valor. Interessant. Interessante Sache. Lucifron, ja, droppt aus dem Dragon Knight. Aber ich glaube, die Wall kriegen sie und den letzten Tower auch. Mal gucken, mit dem Level 20, eigentlich könnten sie drücken. Sie haben alle ihre Heroics verfügbar. Außer Vortex, der gerade ein bisschen niedrig am Mana und Leben ist, sieht es eigentlich auch sonst gut aus. Sie sind eigentlich in der super Position, jetzt hier einen Teamfight zu drücken. Aber vielleicht können sie da auch noch eine Heroic rauszögern. Wobei, Sibo hat seine schon gezündet, dementsprechend eigentlich eine gute Idee. Nevermind, das war Muradin, der seinen Avatar gezündet hat. Jetzt sind alle gleich wieder verfügbar, 30 Sekunden noch. Alnexo baut halt auch viel auf Fehler. Denen ist es gar nicht so sehr auf Drücken aus, sondern sie warten einfach, bis die anderen aus der Position raus sind, irgendwie was vermuten oder halt jetzt in Zugzwang sind, weil eben das Keep angegangen wird. Oh, aber eine schöne Vorbereitung hier von AAA. Versuchen von allen Seiten ranzukommen. Gehen auch direkt mit dem Fokus auf Lore vs. XD. Und, oh, der kommt nochmal davon mit dem Bolt of the Storm. Aber nimmt jetzt hier auch einiges an Schaden. Jetzt wird Zerg rangezogen. Weiß nicht, ob das so die gute Idee war. Lucifron ist extrem niedrig. Springt auch da wieder rein, aber Zerg fällt. Und nachdem Uther auch schon drauf ist, wird Bellino jetzt hier mit dem nächsten Storm rausgenommen. Alnexo und nur Tyrael verloren soweit. Und jetzt nur noch Todd und Gerd am Herd am Leben. Und Gerd am Herd, der wird auch draufgehen. Yep. Todd muss sich jetzt hier zurückziehen und er kann nicht mehr da viel gegen machen. Und mit solchen langen Cooldown-Timers könnte ich mir fast vorstellen, dass Alnexo jetzt hier auch direkt den Go macht auf dem Core. Aber, Grand Piketty geht zurück. Kann sich natürlich auch wieder blinken im kann natürlich auch wieder reinblinken, rein teleporten. Todd versucht hier noch irgendwas zu machen, aber ich glaube, der Core wird nicht mehr lange stehen. Und ja, das sieht doch sehr nach Game aus hier für Alnexo. Trotz allem, Team AAA hat hier eine ordentliche Show abgeliefert, konnte das Ganze noch relativ lange mit kontrollieren. Aber Alnexo dann mit dem Lineup einfach sehr, sehr gute Counter zu Nezibo und Sergeant Hammer. Und damit holen sie sich jetzt hier den Sieg und können wieder einmal ihre Dominanz zeigen und den ersten Platz in der Heroes Champions League sichern. Und ja, bleiben damit auf dem Top-Spot.